Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2015, Folge 27, immer noch hier am Feld zugange, mit Marc und so. Ja, von mir nochmal herzlich willkommen, ja. Ich bin gleich mit den Flügen fertig. Dann kannst du die Sämaschine schnappen und kannst das gleiche machen wie ich, von oben wieder, wie letztes Mal. Leider. Ja, es ist Folge 37. Sag mal, das Schönste ist eigentlich immer schon noch das Mähdreschen. Ja, ich habe ich hab 20 gesagt. weil dann siehst du, dein Geld geerntet wird. Ich meinte Folge 37 und nicht 27. Ich habe gerade gesagt, ich habe Folge 27 gesagt. Ich bin so ein bisschen verwirrt momentan. Ja, wir haben ja schon über 6 Folgen. Wir haben jetzt schon 6 Folgen aufgenommen. Deswegen. Am Stück. Ja. Na, guck mal, auf der einen Landparty, wie viele Ticket-Folgen wir da aufgenommen haben. Ja, die waren aber meistens kürzer. Die waren immer 15 Minuten. Ja, und wir haben jetzt... Eine war sogar eine Stunde, wo ich vergessen habe, auf die Uhr zu gucken. Bei 1,5 Stunden, da war so, oh scheiße, die Folge ist schon ewig rum, weil Frames hat es einfach abgebrochen. Ja, was ich auf jeden Fall nochmal sagen wollte, ist... ist nie rausgekommen. Falls ihr mal irgendwas in die Kommentare schreibt, dann könnt ihr uns ja mal eine Empfehlung schreiben, wie man die Vorschaubilder mit den Zahlen, wie man das ganz genau gerade in einen Abstand hinbekommt. Marc meinte immer, die sind verschieden verschoben, bei mir, wenn ich es im Paint gemacht habe, weil ich dann irgendwo da hinklicke, um dann ein Fenster da zu öffnen, zu schreiben, das ist halt nie exakt am gleichen Punkt. Mir ist das noch nicht so wirklich aufgefallen, aber Marc sieht das irgendwie immer, wie auch immer er es macht. Ja, ich meine, ist auch nicht so schön, deswegen, ich meine, es würde auch besser aussehen. Ja, ich meine, es wäre an sich einfach mal eine ganz schöne Sache. Oder falls es dafür irgendein anderes Programm gibt, was einfach ist. Es gibt immer andere Programme, die das besser können. Ja. Irgendeins, was aber kostenlos ist. Ich müsste noch mit GIMP ausprobieren, aber ich wollte es nicht wieder runterladen. Ich habe schon länger nicht gebraucht, also habe ich nicht auf dem PC. Seit ich ihn neu gemacht habe, habe ich nicht gebraucht. Ich meine, wir versuchen uns schon viel Mühe zu geben. Ich versuche auch möglichst keine Rechtschreibfehler irgendwo einzufügen, deswegen. Zu schreiben meinst du? Nichts falsch zu schreiben meinst du? Ja. Das will ich auch hoffen für dich. Weil jeder weiß mittlerweile, wie Folgen beschriftet ist und ich hier nur der Kameramann und Schnitttyp bin. Also, alle wissen, dass du die Rechtschreibfehler machst. Warum eigentlich auf Google Plus immer das... Also, ich habe ja jetzt bei Let's... In Minecraft habe ich ja diese Kommas eingefügt bei Let's... Warum das auf Google Plus noch nicht geändert ist, weiß ich auch nicht. Ist doch egal, niemand guckt auf Google Plus. Auf jeden Fall weiß ich, dass es auf YouTube so ist. Also nicht wundern. Stunden später. Marc, ich habe eine tolle Aufgabe für dich. Denk dir mal dein Gesprächsthema aus. Los, dann zeig ich mir dir mal aus. Also. Pass auf, Marc. Wenn irgendwer jetzt wieder stört und du deswegen das Mikrokabel rausgeschrieben hast, dann schreib einfach mal eine 1. Du weißt, wie das geht. Okay, damit wäre geklärt, was mit Marc los ist. Sag Bescheid, wenn du widersprechen kannst. Aber läuft bei dir, das ist so geil bei mir stört mich niemand. Du wirst einfach dauernd gestört. Ja, leider. Ah, kannst du widersprechen.
Du musst einfach mal in ein anderes Zimmer gehen und nicht immer in dem Zimmer sein, da, zum Let's Plays machen. Ah ja, hier ist die Internet. Ach ja. Ja, was soll ich noch kurz sagen? Ist eigentlich dein Gast noch da? Ja. Ich weiß nicht, wie lange schon. 20. 20 Uhr durch. Es werden ewig dauern, das kann ich dir sagen. Also, die wir jetzt noch aufnehmen werden, es wird mindestens noch dauern bis 7. Also, wir werden bestimmt noch über eine Stunde aufnehmen oder so jetzt noch. Dann haben wir irgendwie 21 Uhr noch was oder so, wenn wir fertig sind. Du weißt, was mir aufgefallen ist? Manche Tiere werden da auch. Was? Manche Tiere auf der Welt werden da auch immer schlau. Ja. Die gucken sich alles von uns an. Hier soll ich sagen, was vielleicht als nächstes Tier auch mal rauskommt. Als was? Als nächstes Tier, als neues. Was denn? Kennst du von der Steinzeit zum Mammut? Ja. Das haben die vor zu klonen. Cool. Das haben wirklich Überreste angeblich gefunden und das wollen sie jetzt klonen. Das funktioniert bei so weit. Ich hab's im Fernsehen gemacht. Okay. So viel Arbeit. Ich glaube, wenn wir noch reich sind, dann werde ich diesen Tag unbedingt fahren. Ausstehen. Willst du was machen? Ausstehen. Wenn wir reich sind. Willst du was ausstellen? Den Traktor. Du weißt schon, dass das halt nichts bringt, wenn du aussteigst. Wenn du stehst, verbraucht auch keinen Sprit, soweit ich weiß. Wenn es so wenig ist, dass du es gar nicht bemerkst. Also so schlimm ist jetzt auch nicht das Geld, was uns das kostet, dass man mal laufen lässt, statt immer auszusteigen. Strom wird auch immer teurer, leider. Du musst noch nicht bezahlen. Wenn du beschwerst dich mit deinem Laptop, was glaubst du, dass ich für Stromrechnungen habe? Du beziehst euch bei uns auch. Andere Geräte. Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass der PC, den ihr habt, so viel Strom braucht wie ein Gaming-PC mit einer dicken Grafikkarte. So ein Windrad im Garten wäre auch nicht schlecht. So ein großes oder was? Irgendwie so ein kleineres, was Strom erzeugt. Ja, das habe ich mir auch schon mal gedacht. Wenn du auch noch an die Stromgesellschaft verkaufst, kriegst du noch ein bisschen Geld dafür, ne? So, Marc, ist mal jetzt fertig. Einfach nur, um zu sagen, ach, jetzt kann die E.ON nichts mehr. Doch, die können dir immer, wenn sie den Strom abstellen, dann kann es sein, dass dann, weil das Windrad sich nicht dreht und dann ist der Strom weg.
was uns schon Simpsons gelehrt hat. Alter, wir haben's. Ich stelle jetzt halt schneller. Ich hätte noch ganze 13 Liter Sprit. Ich weiß noch nicht alle. Aber es reicht noch, um einmal Getreide wegzufahren. Hoffe ich. Ach, das hat zu reichen. So, also ich denke mal, dass nach dieser Ernte wahrscheinlich die Schulden fast weg sind. Dann müssen wir nur, 30.000 oder sowas zahlen, soweit ich, wenn ich richtig überlegt habe. Ja, aber ich glaube, weg werden sie nicht sein, weil dafür werden wir ja nicht umsonst hier. Hier läuft noch echt leise. Läuft gerade nicht. Was war denn das jetzt für eine Scheiße, die du da fabriziert hast? Mach schon mal einen Grubber bereit, würde ich mal sagen. Wir werden jetzt nämlich gleich einen Grubber brauchen danach wieder. Ui, ui. Mal sehen, wer diesmal mehr tätig. Also, was höher ist. Transportfirma, die war schon immer höher, die wird auch höher bleiben. Da bin ich mir sicher. So, ich speichere mal zwischen. Sicher, sicher. Ja, gut über eine Stunde, dann kommt die nächste Folge. Okay. Läuft also relativ gut. Mal gucken, ob es eine Statistik noch gibt, wie viel Sprit verfahren wurde. Mal gucken, Lagerbestand hier. Körner, Mais und Silage senken gerade die Bezahlung. Wir spielen jetzt seit 2 Stunden, 6 Minuten. Und ja, mal gucken, Wetterbericht. Heute Samstag, es sind Samstag Sonne, Sonntag bewölkt, Montag, Dienstag, Mittwoch regnet es erst. Okay, das heißt also, wir haben dann noch ein bisschen Zeit bis. Okay, Marc, hier, Finanzen, heute. Neue Fahrzeuge, 0 Euro. Tierkosten, 0, Baukosten, 0. Betriebskosten, Fahrzeuge, 1801 Euro. Betriebskosten, Gebäude, 9 Euro. Lohnzahlung, 3 Euro. Weil ich mal wieder aus Versehen einen Helfer angemacht habe. Betriebskosten, das sind wahrscheinlich die Fahrzeuge, das sind die Unterhaltskosten. Einnahmen Ernte 34.000. Einnahmen Mission 0 Euro. Sonstiges minus 356 Euro. Kreditzinsen 0 Euro. Gesamt 31.905 Euro. Kontostand 3.805 Euro. Ist das schon mal etwas? Jetzt Akkord wäre schön. Jetzt abzahlen noch ein bisschen mehr Kosten als erwartet. Da müssen wir nämlich nicht mehr so viel aufnehmen. Natürlich, wir müssen immer noch viel aufnehmen. Wenn es Rekord ist, ist es Rekord. Wenn was Rekord ist. Wenn es am heutigen Tage der Rekord ist von den meisten Einnahmen. Jetzt ist aber kein Rekord, Marc. Unser Hängerrekord ist ein Rekord. Den wir in LS13 und LS15 aufgestellt haben. Wir sind gut. Ja, das wundert mich, wieso wir noch nicht so viele Abonnenten dafür haben. Marc, man kriegt nicht einfach nur Abonnenten dafür, dass man Rekorde für die meisten aneinander gehängten Anhänger aufstellt. Man kriegt auf andere Sachen, gibt's Rekorde. Habe ich das Wachstum schon umgestellt? So, gleich ist die Folge rum. Ne, und dann, ja.
So, das war's für diese Folge von Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2015. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.